Nein, die Mondlandung, das war eine Erfindung der Amerikaner. Ich schwöre dir das, ich habe das im Internet gelesen. Nein. Kann ich denn überhaupt noch irgendwas glauben? Hi, ich bin Florian Prokop und wir reden heute darüber, warum Fake News einen neuen Namen brauchen. Dass jeder im Netz Zugang zu Informationen hat oder auch selbst Dinge veröffentlichen kann, das ist ja eigentlich eine gute Sache. Es gibt zum Beispiel viele coole Projekte oder YouTube-Channels. Aber wo jeder einfach irgendwas schreiben kann, sind Falschmeldungen nicht weit. Und die gab es im Netz auch schon immer. Wusstet ihr, dass im Jahr 2000 ein Student aus den USA einen Online-Shop ins Netz gestellt hat, in dem man angeblich Kätzchen kaufen konnte, die in Flaschen großgezogen worden sind? Ziemlicher Quatsch, aber damals gab es riesig viel Protest. Sogar das FBI war an der Sache dran. 17 Jahre später hat sich einiges geändert. 2002 kam der Euro, YouTube wurde 2005 geboren, Twitter und Facebook 2006, das erste iPhone kam 2007, Instagram kam 2010 raus und Snapchat 2011. Kennst du noch MySpace? Und das hier gibt es erst seit 2007. Was hatte ich eigentlich vor 2007 in der Hand? Was ich sagen will, wir sind dauernd auf Social Media und das hat unsere Art, wie wir miteinander reden, verändert und auch wie wir uns informieren, ist anders. Und Fake News, das ist inzwischen alles. Fake News ist der totale Kampfbegriff geworden und wird jetzt genutzt, um Medien anzugreifen. Der spanische Innenminister behauptete, dass Aufnahmen von Polizeigewalt während des katalonischen Unabhängigkeitsreferendums Fake News sind. Und die libysche Regierung behauptete, dass ein CNN-Bericht zum Menschenhandel im Land, Überraschung, Fake News ist. Aber es ist eben auch nicht alles Fake News, was falsch informiert. Deshalb ist es wichtig zu differenzieren. Stellt euch eine Skala vor, von Missinformation, die keine Täuschungsabsicht hat, bis zur Desinformation, die wirklich auch manipulieren will. Da hätten wir Satire. Hier geht es nicht darum, Schaden anzurichten, sondern eher darum, Leute zu unterhalten oder sie vielleicht auch auf den Arm zu nehmen. Also sowas wie der Postillon. Dann kommt Clickbait. Ihr wisst schon, was dann passiert, wird euer Leben verändern. Clickbait ist, wenn der Titel oder die Fotos oder die Bildunterschrift etwas versprechen, das der Artikel dann gar nicht einlöst. So Dinge wie irreführender Inhalt und falscher Kontext liegen sehr nah beieinander. Es geht hier darum, dass Inhalte aus dem Zusammenhang gerissen werden. Zum Beispiel wird behauptet, wie viel Geld ein Flüchtling wieder kriegt und die Zahlen sind eigentlich für eine fünfköpfige Familie berechnet. Als nächstes auf der Skala gefälschte Quellen. Das ist, wenn Zitate erfunden werden, beispielsweise werden Politikern Sachen in den Mund gelegt, die sie nie gesagt haben. Und manipulierter Inhalt ist, wenn beispielsweise Bilder und Videos aus dem Netz so bearbeitet werden, dass ein völlig falscher Eindruck entsteht. Und am krassesten sind erfundene Stories. Da geht's um komplett erfundene und gezielt hergestellte Stories, die täuschen und Schaden anrichten sollen. Das wären dann am ehesten auch Fake News oder Propaganda. Gar nicht so leicht, oder? Wahrscheinlich sind wir alle auch schon mal auf die ein oder andere Falschmeldung reingefallen. Das ist nicht verwunderlich und niemand ist dagegen immun. Und wir glauben halt auch eher, was unserem Weltbild entspricht. Das nennt man Confirmation Bias. Wie wir das Problem lösen, zum Beispiel durch mehr Forschung zum Thema oder durch die Förderung von sachlichem Journalismus. Aber auch wir selbst können Dinge tun. Kritisch bleiben zum Beispiel, genau die Quellen anschauen und erstmal hinterfragen, was wir sehen.